Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren! Heute beschäftigen wir uns mit den Staatsleistungen an Kirchen, ein Baustein in den allgemeinen Finanzbeziehungen zwischen Staat und Kirche. Per Definition sind Staatsleistungen finanzielle Zuwendungen des Staates an die Kirchen, die die historische, weitreichende Enteignung von kirchlichem Eigentum entschädigen sollen. Diese Leistungen sind also keine Subventionen, sondern Ersatz dafür, dass der Staat sich mehrfach in der Geschichte Kircheneigentum angeeignet hat. Entschädigungszahlungen für diese damaligen massiven Enteignungen werden noch heute an die beiden großen Amtskirchen in fast allen Bundesländern mit Ausnahme von Hamburg und Bremen erbracht. Im Jahr 2015 belief sich die gesamte Staatsleistung an die Kirchen auf 510 Millionen Euro aus 14 Bundesländern. Das besondere Merkmal von Staatsleistungen, es sind wiederkehrende Zahlungsverpflichtungen und eben keine Ratentilgung, das ist schon mehrfach erwähnt worden, mit einem festgelegten oder einem einseitig bestimmbaren Ende. Eine Ablösung musste vielmehr eine volle Leistungsäquivalenz und nicht nur eine angemessene Entschädigung bedeuten. Mir drängt sich dabei, ähnlich wie der Kollegin Horb, der Verdacht auf, dass es der Linken gar nicht in erster Linie darum geht, sondern vielmehr um die Frage, die Staatsleistungen so schnell wie möglich zu beenden. Und Sie haben es ja auch in einem Zwischensatz erwähnt, man könnte das ja dann auch in einem Wahlkampf zum Thema machen. Das fand ich ein bisschen erhellend, was vielleicht auch der eigentliche Ansatz dieses Antrags ist. Aber Sie sind immerhin eleganter geworden, indem Sie dieses Mal vorschlagen, eine Kommission einzurichten und nicht mehr gleich per Gesetz die Abschaffung fordern. Insofern haben Sie da ja, was den Stil angeht, etwas gelernt. Juristen würden es ein Dauerschuldverhältnis nennen und im kirchenrechtlichen Fachjargon werden diese Staatsleistungen Dotationen genannt. Unabhängig davon, ob jetzt Jurist oder Kirchenvertreter, jeder kann der Verfassung unmissverständlich den Auftrag entnehmen, dass die Staatsleistungen abzulösen sind. Da sind wir uns ja einig. Heißt im Klartext, weg von der dauerhaften hin zu einer einmaligen, abschließenden und vor allem angemessenen Zahlung. Das Ziel der Ablösung ist also legitim, aber spannend ist die Frage des Wie. Und ich verrate Ihnen kein Geheimnis, Frau Kollegin Horb hat es auch schon gesagt, wenn ich Ihnen sage, dass wir den Ansatz der Linksfraktion für falsch halten. Staatsleistungen, komme ich gleich noch dazu. Staatsleistungen abzulösen entspringt, wie gesagt, grundsätzlich einer allgemein akzeptierten Logik. Rechtsverhältnisse und Finanzbeziehungen von Staat und Kirchen sind in beiderseitigem Interesse zu entflechten. Das ist breiter Konsens. Konsens ist aber auch, dass es nur dann erfolgreich sein kann, wenn wir es in einem partnerschaftlichen Miteinander in Angriff nehmen. Partnerschaftliches Miteinander bei der Ablösung von Staatsleistungen muss also vor allem zwischen den Gläubigern und den Schuldnern geben. Und hier ist die Sachlage eindeutig. Schuldner sind die 14 Bundesländer, Gläubiger die Kirchen. Wie beenden nun Gläubiger und Schuldner dieses Zahlungsverhältnis? Wie können also die Staatsleistungen abgelöst werden? Die Antwort ist schwer. Was mit Sicherheit gesagt werden kann, eine ersatzlose Aufkündigung seitens des Staates, also einen Zahlungsstopp ohne Kompensation, ist weder im Sinne der Verfassung, noch kann dies angesichts der gesellschaftlichen Bedeutung der Kirchen von irgendjemandem gewollt sein. In der Theorie geht ja immer alles. In der Theorie könnten wir natürlich, wie von den Linken gewollt, eine Kommission einsetzen, die uns den Preis für die Ablösung bestimmt. Politik findet aber nicht im theoretischen luftleeren Raum statt, sondern ist praktisch wie jeder Bürger und jede Bürgerin an Rahmenbedingungen gebunden. Denn selbst wenn wir unterstellen, ich verweise hier gerne wieder auf die Kollegin Horb, dass der kleinste Ablösefaktor von 18,5 angewendet würde, hätte es eine gewichtige Konsequenz. Wir würden hier über 9,5 Milliarden Euro reden, die den Bundesländern entzogen werden müssten. Der zentrale Ansatz einer Kommission beim Bundesfinanzministerium ist in der Sache nicht richtig. Die konkrete Ausgestaltung der Staatsleistung ist in den einzelnen Bundesländern höchst unterschiedlich und schwer vergleichbar. So haben wir zum Beispiel in den ostdeutschen Bundesländern die Situation, dass die dortigen Kirchen aufgrund der deutschen Teilung jahrzehntelang von ihren Rechtstiteln gar keinen Gebrauch machen konnten. Deshalb sollte man nicht einen akuten gesetzlichen Handlungsbedarf beim Bund herbeireden, sondern vielmehr die Bundesländer konstruktiv unterstützen, individuelle Lösungen zu finden. Mein Heimatland Hessen hat es übrigens vorbildlich gemacht. Stichwort Ablösung von Kirchenbaulasten. Im Jahr 2003 kam es unter der CDU-geführten Landesregierung mit dem damaligen Ministerpräsidenten Roland Koch zu einer bundesweit beachteten Rahmenvereinbarung zwischen Staat, Kirchen sowie Städten und Gemeinden.
Konkret ging es dabei um die konfliktträchtige Frage, in welcher Höhe das Land Hessen sich am Bau und Unterhalt kirchlicher Gebäude beteiligen muss. Kein kleines Problem, denn hier ging es immerhin um 1.200 kirchlich genutzte Gebäude. Die hessische Landesregierung hat nicht nur das Problem identifiziert, sondern auch einen Lösungsprozess initiiert. Die Ablösung der kommunalen Kirchenbaulasten in Hessen ist seitdem eine viel zitierte politische Best Practice. Ich bin mir sicher, dass die hessische Staatskanzlei gerne auch Anrufe aus Thüringen entgegennimmt, wie im Bereich der Ablösung von Staatsleistungen ein zielführender Lösungsprozess eingeleitet werden kann. In der Bundespolitik bestärkt uns das Beispiel Hessen jedenfalls. Wir müssen hier den Ländern die Flexibilität lassen, individuelle Lösungen im Zusammenwirken mit den Kirchen zu finden. Das ist gutes föderales Miteinander. Das ist ein partnerschaftliches Miteinander von Staat und Kirche. Und dazu bekennt sich unsere Fraktion in aller Form. Wir sollten daher zunächst auf freiwillige, den Einzelfragen angemessene Lösungen zwischen den Beteiligten setzen. Der erste Schritt dazu ist, heute Ihren Antrag abzulehnen. Lassen Sie mich die Debatte bewusst im Geist einer christlichen Friedfertigkeit beenden. Denn am Ende einer solchen Debatte müssen wir vor allem auch angesichts des Beitrags der Kirchen in der gegenwärtigen Situation Dank und Anerkennung für ihre Arbeit zollen. Hunderttausende Hauptamtliche und Ehrenamtliche in beiden Kirchen sorgen tagtäglich dafür, dass gesellschaftliches Leben in Deutschland funktioniert. Durch Pflege, Seelsorge, Betreuung, Bildung, Denkmalpflege und unzählige weitere Tätigkeiten tun Kirchen dies jeden Tag. Damit decken die Kirchen viele Bereiche ab, die für Staat und Gesellschaften essentieller Bedeutung sind. Der Staat kann im 21. Jahrhundert nicht alle Aufgaben vollumfänglich übernehmen. Er ist auf Ehrenamt und Engagement angewiesen. Die Kirchen in Deutschland leisten hier enorme Arbeit und dienen dem Gemeinwohl in einer hervorragenden Weise. Und daher sind uns die gesellschaftliche Bedeutung und das Wirken der Kirchen besonders wertvoll. In der Tat sind 510 Millionen Euro für die Kirchen sehr viel Geld. Gemessen an ihren gesellschaftlichen Leistungen wären wir Gesellschaft ohne die staatlichen Leistungen an die 14 Länder, an die Kirchen, aber nicht reicher, sondern wesentlich ärmer. Das sollte es uns wert sein. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Lothar Binding für die SPD-Fraktion.